Man kann auch die Schwierigkeit nicht runterstellen, dass man ein bisschen mehr Zeit kriegt oder so. Haben wir sie doch geschafft. Siehst du das Loch da ganz oben an der Wand? Hm. Da müssen die Dinger hin. Ist natürlich jetzt schade. Und jetzt fang schon an. Weil wir ja trotzdem jetzt ein Leben verloren haben. Das ist natürlich enorm schade jetzt, ne? Aber gut, wir sind mal froh, dass wir nicht von vorne anfangen müssen. Es ist immerhin ein bisschen was wert. Bleib drauf liegen. Der Kanister fällt natürlich runter. Der räudige Kanister fällt natürlich runter. Das ist auch schon wieder so eine Drecksprüfung hier. Aber die geht noch eigentlich. Komm, mach hinne. Jetzt müssen wir natürlich hier runter. Oh, der Typ wirft natürlich Steine nach uns. Komm schon, Mann. Oh. Kanister liegt aber hier oben, glaube ich, ne? Wie kommen wir denn jetzt hier hoch, Mann? Es regt mich so auf, das Spiel. Das ist einfach sauscheiße gemacht. Und man kriegt kein Leben zurück. Ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, wahrscheinlich dauert es wieder Jahrzehnte, weil Techland braucht ja immer ein bisschen, dass die das noch wahrscheinlich ein bisschen leichter machen. Vielleicht plus 5 Sekunden pro Prüfung. Weil es doch teilweise wirklich enorm ist, ne? Also teilweise... Ja, er fällt natürlich wieder runter. Mann, Alter, es ist so zum Kotzen, diese Scheiß hier, diese räudige. Das regt mich so auf, dieser Mist hier, ne? Und jetzt hat man wieder keine Chance, weil einfach dieser Kanister irgendwo liegt, wo man nicht mehr hinkommt. Wir hätten es so schön schaffen können, aber nein. Schaffen wir es halt nicht. Es hat auch was mit Luck zu tun. Es hat wirklich was mit Luck zu tun, ob man die Scheiße hier schafft oder nicht. Nun nimm doch den verfluchten Kanister auf, du Depp. Jetzt fällt der Kanister bestimmt eh wieder runter. Ja, tu dir nochmal richtig weh. Am besten du stirbst noch eine Runde. Den würde mir eigentlich am liebsten gefallen, damit wir nochmal von vorne anfangen müssen. Würde ich eigentlich am coolsten finden. Und jetzt... Jetzt müssen wir zum nächsten Bereich. Ich will da gar nicht vor. Ich will da gar nicht vor. Das bringt sowieso nichts. Es sind auch viel zu viele einfach. Es sind einfach viel zu viele. Komm, geh hier ran. Und wir haben wieder bloß noch ein Leben. Das ist so scheiße, ne? Jetzt sind wir wieder so weit gekommen und wir haben nur noch ein Leben. Und so ist es halt immer. Und das ist das Nervige, weil es einfach viel zu heftig ist. Es ist viel zu heftig. Jetzt müssen wir hier wieder 100.000 Typen töten. Ich finde, wenn man die nächste Ebene erreicht hat, könnte man einfach wieder drei Versuche kriegen. Dann wäre es wenigstens machbar. Aber so... Sehr schwierig, sehr schwierig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon viele gibt, die das geschafft haben, wenn es überhaupt schon einer geschafft hat. Ich frage mich auch, wie viele Prüfungen es gibt. Ich war ja schon bei Prüfung... Ich weiß nicht, Prüfung 15 oder so war ich, glaube ich, schon. Vielleicht war ich auch schon über 20, ich habe keine Ahnung mehr. Aber irgendwie sowas, ich war schon ziemlich weit. Da war ich natürlich auch bei einer Prüfung, die man eigentlich mit Klettern nicht schaffen kann. Weil man muss sich, glaube ich, dann von einem Seil rüberschwingen und dann so abspringen, dass man dann quasi da hochkommt. Also man muss dann während des Grindens am Seil, muss man abspringen und sich irgendwo hochhangeln. Und um das zu durchschauen, lässt man mindestens ein Leben, wenn man das erste Mal dort ist. Und das ist natürlich extrem einfach, wenn man dieses Spiel vorher nicht kennt.
Also wirklich sinnfrei. Das ist immer das Traurige an solchen Spielen, dass die Entwickler bezahlbare DLCs machen, die dann so schwierig gemacht werden, dass man echt lange braucht, dass man möglichst lange was von diesem DLC hat. Oder dass die Entwickler sagen können, ja, die Spielstunden sind enorm hoch, weil man einfach, weil man die Sache gar nicht so schnell schaffen kann, wie die Entwickler sich das vorstellen. Jetzt kann ich auch gleich eine neue Waffe nehmen, weil die nämlich kaputt ist. Auch sehr schön gemacht, dass die Waffen dann kaputt gehen. Dass man auch ja eine schlechtere nehmen muss. Ich will gar keine Laufzettel haben, ich will den Bogen haben. Und jetzt kommt die wirkliche Scheiße. Ja, jetzt kommen hier Aufgaben, die richtig heavy sind, wo du richtig schnell sein musst. Warte mal, was haben wir jetzt hier für coole Waffen? 2-4. Ich weiß nicht, nehmen wir mal die modifizierte, auch wenn die vielleicht nichts bringt. Ich habe keine Ahnung. Oder die ist schlechter als uns. Ach, da war sie doch schon. Die ist auf jeden Fall schlechter. Mann, Alter. Können wir nicht irgendwie jetzt hier abspeichern oder so? Oder können wir das irgendwie leichter machen jetzt? Geht es? Es geht natürlich nicht. Verdammte Scheiße, ey. Können das nicht leichter machen. Aber es wird ja auch empfohlen, dass man das Spiel mit im Koop spielt. Da kann man sich vielleicht sogar aufteilen. Das wäre natürlich einfacher. Aber dass man es alleine dann wirklich nicht mehr richtig schaffen kann, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Also ein bisschen blöd gemacht. Es sollte, wenn man alleine spielt, auf jeden Fall einfacher sein, als wie wenn man zusammenspielt, ja. Aber dem ist leider nicht so. Und das ist traurig, dass die Entwickler es nicht schaffen, das auch einfach genug zu machen für eine Person. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen läster, aber es ist einfach zu heftig. Natürlich Crane dann manchmal auch nicht so wirklich klettert, wie er soll, ne? Das ist natürlich noch ein bisschen mehr zum Ausrasten. Wie viel kommen denn hier noch? Ja, ihr seht, es ist einfach. Es ist einfach viel zu knapp auch. Wenn man hier jetzt den Sprung verkackt, kann man es vergessen. Was bedeutet denn minus 1,53? Habe ich davon irgendwas? Habe ich irgendwas davon, dass ich das so mache? Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas von habe. Was haben wir denn hier? Warte mal, wir holen jetzt erstmal schnell die Kiste. Vielleicht ist da irgendwas Cooles drin, eine geile Waffe oder so, obwohl uns das ja auch nichts bringt, ne? Weil wir müssen trotzdem immer noch welche töten. Also kann es uns eigentlich egal sein, welche Waffen es sind. Und vor allen Dingen, es sind so schlechte Waffen, ne? Es sind Waffen, die einfach schlecht sind. Das ist ja das Lustige. Wenn es Waffen wären, die richtig knallen, aber nee, die knallen ja nicht. So, was haben wir jetzt hier? Wir müssen jetzt da wieder in den komischen Dreckskasten. Und weiter geht der Mist, weiter geht der Mist. Jetzt sind da hinten schon wieder Schrotflinte. Warte. Schrotflinte, was nehmen wir weg? Nehmen wir die weg? Ja, Mann, ich versuch's doch. Auch wieder heftig hier. Mann, Alter. Da ist nicht der Typ, der lebt noch. Ah, ist das geil, Mann. Ist das einfach nur geil. Komm, lade nach. Vor allem, wie viel man da auch töten muss, ne? Zwei noch. Ah, fuck.
Einer noch. Wo ist er? Oh, hier unten, oder? Ja, Mann. Jetzt holen wir uns schnell noch das Ding hier, wenn das geht. Aber es geht natürlich wieder nicht, weil das nicht dort ist. Oder wir holen uns hinten die Kiste schnell. Komm. Was ist das? Ein Hammer. Will doch töten. Nein! Ja, er ist natürlich nicht tot! Achso, es geht jetzt erst. Nee, jetzt kommt's auch nochmal. Ist der jetzt tot hier? Warum ist der noch nicht tot? Warum sterben die nicht, die Viecher, wenn ich die 20 Mal anschieße? Mann, Alter! Wie lange lebt die Olle? Entschärfen Sie die Bombe. Jetzt muss ich die Bombe entschärfen. Los, komm! Da muss man auch erstmal drauf achten, ne, dass man da die Bombe dann noch entschärfen muss. Da kommt ja auch keiner drauf. Das ist die verfluchte Bombe. Shit. Mann, Alter, und das Feuer, das nervt jetzt hier. Schaffe ich nicht. Mach auf! Puh. Ey, Leute, es ist zu heftig. Ist zu heftig, wirklich. Wirklich wahr. Ach so, töten sie alle Gegner, muss ich jetzt noch hier machen. Oh Mann, ey, das ist echt nervig. Das ist echt nervig, das Spiel hier. Das ist einfach zu krass. Reiß dich zusammen. Würde ich ja gern, aber ich... Füllen sie alle... Ah, da hinten ist der erste Mann, aber gut, wir müssen. Das ist erstmal nur wieder Training hier. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich hätte jetzt mal kurz mal was probieren können. Du wirst jetzt als Eilbote dienen. Nehmen Sie die Pakete auf. Gib doch das Ding hier ab, Mann. Komm schon. Jetzt müssen wir natürlich wieder hier hoch, verdammte Scheiße. Kletter. Wo ist das Ding? Oh, und hier kommen wir natürlich jetzt wieder nicht weiter. Manche Aufgaben gehen ja, aber nur manche. Manche Aufgaben sind gut zu meistern, aber die meisten... Ey, wisst ihr, was ich sagen will? Obwohl ja hier in dem Bereich geht's ja eigentlich, ne? Das ist eigentlich bloß nachher diese eine Prüfung, wo ich damals abgekackt bin, die man meiner Meinung nach so gut wie nicht schaffen konnte. Eine Kiste haben wir noch. Die muss hier irgendwo sein. Komm, was ist hier drin? Es wäre cool, wenn man die jetzt erst hätte töten müssen. Warte mal. Kann ich die eigentlich auch... Wenn ich jetzt da die Böller werfe, kann ich die dann ablenken? Da muss ich hin, bei dem.
Scheiße, Mann, wie komme ich hier hoch? Nein! Was müssen wir jetzt machen? Komm schon, Mann. Er läuft auch nicht. Es ist so heftig. Es ist so heftig. Wenn es jetzt nicht vielleicht sogar das Ding ist, wo ich da hochrennen muss, ne? Wo ich letztes Mal abgekackt bin. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, das ist die verfluchte Prüfung hier. Keine Ahnung, wie weit wir noch kommen müssen. Das ist der letzte hier. Jetzt wäre es cool, wenn wir die töten müssen. Weil ich muss da hoch, da muss ich hin, aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Komm, mach auf! Schnell, 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 Mann! Ich glaube, das ist die Prüfung hier. Wo ist denn die Bombe? Scheiße! Komm, Mann! Oh, mach hin, Alter! Die eine hier in der Mitte, ne? Da weiß ich nicht, wie ich da hochkomme. Scheiße. Komm, Mann. Los. Scheiße. Oh, fuck, Mann, Alter. Scheiße. Ja, das war's schon wieder, weil man die Pisse ja einfach nicht schafft, Mann. Ja, das war's. Es ist so nervig, diese pissige Prüfung 17. Oh, Alter! Regt mich diese Scheiße hier auf, dieser räudige Mist, ne? Hörst du das? Ah, ich könnte so ausflippen, das... Ach, nee, komm, komm, Alter. Ach komm, fick dich. Also Leute, wir machen hier einen Break. Ich brauche unbedingt eine Pause, ansonsten raste ich echt noch aus bei diesem räudigen DLC. Das ist echt der beschissenste DLC, den ich je für irgendwas gespielt habe. Es ist einfach nur zum Ausrasten, wenn man so spät dann stirbt. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ein Like, ein Kommentar. Natürlich Abos, wäre natürlich auch cool. Dann verpasst ihr somit auch keine Folgen mehr, wenn ich ausraste hier bei diesem Drecks-DLC. Und ja, dann bis demnächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, tschüss.